Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Der Verteidigungsminister konnte gerade sprechen mit seinem Amtskollegen hier in Polen und ein paar Worte an Sie. I think we could deliver at least one battalion in the first 4 months of this year, 3 months maybe, and then we have to proceed as fast as possible, of course. Okay. Thank you very much. Any more questions? Yeah. Und wir haben gerade verabredet, mein Kollege Mariusz, dass wir gemeinsam mit Oleksiy Reznikow, dem ukrainischen Verteidigungsminister, für nächste Woche wieder zu einem Treffen der Länder einladen, die diese Koalition aus 2A4 und 2A6 Panzern bilden sollen. Ich freue mich sehr über dieses Signal einer gemeinsamen Einladung, weil es wichtig ist, nochmal zu dokumentieren, dass wir noch nicht am Ziel sind. Hier gibt es noch Luft nach oben, was einige Länder angeht. Ich habe in sehr, sehr ernste Gesichter geguckt, in Gesichter, die geradezu beschrieben haben, erzählt haben, was hinter diesen Männern, überwiegend Männer waren es, was hinter ihnen liegt. 70% derjenigen, die vor mir gesessen haben, kamen gerade von der Front, unter anderem Bachmut und anderswo, und reisen jetzt direkt weiter zur Ausbildung und wissen, dass sie danach wieder an die Front gehen. Und so ernst die Gesichter waren, so geprägt sie waren von den Erlebnissen, die mit Sicherheit hinter ihnen lagen, so entschlossen waren die Gesichter aber auch und brachten zum Ausdruck, wir geben nicht nach.